Hallo zusammen, ich mache ein neues Video zu einem Lied. Ich bringe euch ein Lied bei. Kommt und lasst uns tanzen springen. Ein Kanon. Als erstes singe ich euch das einmal komplett vor. Kommt und lasst uns tanzen springen. Kommt und lasst uns fröhlich sein. Mal. Kommt und lasst uns tanzen springen, kommt und lasst uns fröhlich sein. Das ist schon das ganze Lied. Ich spiele es einmal auf dem Sopransaxophon vor, denn mit dabei ist heute der Teddy, den hat ein Kollege von mir hier abgelegt und ich dachte, der muss unbedingt mit aufs Video, weil er so knuffig ist. Der spielt heute Sopransaxophon. Ich nehme ihm das mal kurz weg. So, also. Die Melodie beginnt hier auf So, So, Mi, Do, Re, Di, Sing. Ich spiele einmal vor. Ich glaube, es ist so einfach, dass du das einfach schon nachsingen kannst oder mitsingen kannst, ohne dass ich das in einzelne Abschnitte unterteile. Also ich spiele es jetzt zweimal direkt hintereinander, das Lied, und beim zweiten Mal sing einfach mal mit auf Du, okay? Du ist der erste Ton. Alles klar. So, und jetzt kommt nochmal der Text. Kommt und lasst uns tanzen, springen. Kommt und lasst uns fröhlich sein. Ist ein Kanon, ein Kinderlied. Und jetzt spreche ich das mal im Rhythmus und du sprichst nach, okay? Also kommt und lasst uns tanzen, springen. Zweiter Teil kommt jetzt. Kommt und lasst uns fröhlich sein. Genau, das ist übrigens ein Dreiertakt. Ne? Du, die, du, die, du, da, die, du, die, du, die, du, die, du, da, die, du, da, die, kommt und lasst uns tanzen, springen, kommt und lasst uns fröhlich sein. Genau, so, jetzt singen wir es zusammen. Ich spiele das Lied einfach zweimal direkt hintereinander, Melodie, und singe es und du singst einfach mit, entweder wenn du es schon kannst direkt oder am besten hörst du noch einmal zu und beim zweiten Mal singst du dann mit, ja? Kommt und lasst uns tanzen, springen. Kommt und lasst uns fröhlich sein. Kommt und lasst uns tanzen, springen. Kommt und lasst uns fröhlich sein. Jawohl, das war jetzt das ganze Lied und wie immer lernen wir auch nochmal die Bassstimme dazu. Ne? Und die haben wir wieder Do, So, 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 Do. Das war's schon, genau. Also Do ist unsere Tonika und dann haben wir So ist unsere Dominante. Wechselt sich immer ab. Do, So, Do, So, Do, So, Do, So, Do, So, Do, So, Do.
so, do zusammen. Do, so, 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 do. Genau. Ich glaube, ich spiele einfach nochmal mit einem Sopransaxophon. Doch manchmal immer noch ein bisschen schwierig von meiner Stimme, die ja eine Oktave tiefer klingt als eure, vermutlich, die Töne abzunehmen. Ne? Okay, so, und jetzt sind wir auch schon fast am Ende. Jetzt kommt der Komplettdurchlauf nochmal. Der Teddy singt mit und ich fange an, also ich singe den Text, die Melodie, dann singe ich die Melodie einfach mal auf Du und dann singe ich die Bassstimme. Dann kommt nur eine Begleitung und dann zum Schluss nochmal die Melodie auf Text. Und wie immer singst du einfach mit oder du hörst zu und spulst dann zurück und singst dann mit. Und du kannst auch, wenn ich die Bassstimme singe, zum Beispiel die Melodie singen oder irgendwas variieren, ja, was auch immer. Probier einfach ganz viel aus. Das ist richtig gut, wenn du ganz, ganz viel ausprobierst. Du kannst auch theoretisch einfach mal versuchen, im Kanon dazu zu singen. Dazu müsst du natürlich wissen, was ein Kanon ist und wie das funktioniert. Aber wenn du das weißt und das kannst, dann kannst du einfach zum Beispiel, wenn ich bei Kommt und lasst uns tanzen, wenn ich zum Beispiel bei Tanzen bin, dann kannst du einfach von vorne anfangen. Also Kommt und lasst uns, kommt und lasst uns. Und es geht auch schon nach dem ersten Takt, also kommt und kommt und kommt und kommt. Ja, also probier da einfach ganz viel aus. Jetzt aber einfach nochmal einen Komplettdurchgang. Text, Du, Bassstimme, Begleitung und nochmal zum Abschluss der Text. Los geht's! Kommt und lasst uns tanzen. Springen, kommt und lasst uns fröhlich sein. Du, 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 du. So do, so do, so do, so do, so do, so do, so do. Kommt und lasst uns tanzen, springen. Okay, das war's für heute. Viel Spaß und wie immer, denkt dran, man lernt mit Wiederholung, durch Wiederholung. Spult also zurück und macht es einfach normal und singt und habt Spaß an diesem schönen, wunderschönen Lied, wunderschönen Kanon. Und ich glaube, das habe ich noch nie gesagt, aber jetzt sage ich es mal. Also wenn ihr Lust habt, ein konstruktives Feedback zu geben, ja, über konstruktives Feedback freue ich mich total, dann schreibt einen Kommentar und dann werden meine Videos vielleicht auch noch besser. Ja? Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.